Willkommen zurück zum zweiten Teil zum Thema Exponentialfunktionen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, schau ihn dir bitte an und dann legen wir los. In diesem Beispiel geht es für dich wieder zur Sache, denn du sollst auf der Basis einer Funktion 2 hoch t zwei andere Funktionen vergleichen, die sich auf f beziehen. Nehmen wir die Funktion g und die Funktion h, die haben unterschiedliche Funktionsgleichungen, aber vielleicht haben die ja was gemeinsam. Es ist jetzt deine Aufgabe, dass du vielleicht herausfindest, was da der Zusammenhang ist. Und am besten, du nimmst auch gleich eine Wertetabelle zur Hilfe und vielleicht, wenn du willst, kannst du auch einen Taschenrechner nehmen oder eben GeoGebra. Viel Erfolg dabei! Wenn wir das jetzt gemeinsam durchgehen, dann könnten wir zum Beispiel als ersten Schritt die Funktionsgleichungen einmal konkret hinschreiben. Die Funktion g ist ja 4 mal f von t oder im Konkreten 4 mal 2 hoch t. Und die Funktion h ist f von t plus 2, also 2 hoch t plus 2. Jetzt siehst du hier auf der rechten Seite schon den Hinweis auf die Potenzrechenregeln und das können wir hier direkt gleich anwenden. Nämlich die Funktion h lässt sich umformen aufgrund der Potenzrechenregel in 2 hoch t mal 2 hoch 2. Und das ist natürlich 4 mal 2 hoch t. Identisch zur Funktion g. Das heißt, die rechte Spalte von der Wertetabelle, die können wir uns sparen, da ja die Funktion h ohnehin dieselbe ist wie die Funktion g. Wenn wir jetzt hier die Wertetabelle für die Funktionen f und g nochmal durchgehen, könnte man mal bei f von t starten, also Funktion an der Stelle 0 hätten wir den Funktionswert 2 hoch 0 ist 1. Und wir wissen, da ja der Parameter, also da die Basis von dieser Exponentialfunktion 2 ist, werden die Funktionswerte immer verdoppelt, wenn wir ganzzahlig erhöhen. Das heißt hier 2, dann 4, 8 und 16. Oder in die andere Richtung müssten wir halbieren. Das heißt, wir haben hier ein halb. Bei der Funktion g, naja, Funktion g ist viermal so groß an jeder Stelle t. 4 mal 1 halb ist 2, 4 mal 1 ist 4, 4 mal 2 ist 8 und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt diese Punkte einzeichnen und vielleicht näherungsweise verbinden mit einer Kurve, dann bekommen wir genau dieses Bild, wo wir auch sehen, noch einmal die Funktion g ist die gleiche wie die Funktion h. Und da können wir dann auch nochmal wiederholen, wie sich diese Kurven aufeinander beziehen. Wir haben ja gesagt, g ist 4 mal f. Dementsprechend entsteht die Kurve der Funktion g bzw. h durch Strecken der Funktionswerte in vertikale Richtung. Und zwar um den Faktor 4. Also wir strecken da immer auf das Vierfache. Wenn wir jetzt aber nochmal vergleichen mit der Darstellung der Funktion h, wo wir gesehen haben, h ist dasselbe wie g. Die Funktion h sagt uns, das ist das gleiche, wie wenn wir die Funktion in horizontale Richtung um 2 verschieben. Wir können das wieder vergleichen, zum Beispiel, wenn wir den Zeitpunkt t gleich 4 vergleichen, hätten wir auf f diesen Punkt am Funktionsgraphen 2 nach links verschoben, ergibt den entsprechenden Punkt auf dem Funktionsgraphen von h. Also wir sehen hier eine vertikale Skalierung und eine horizontale Verschiebung, die sind gleichwertig. Es hat sich jedoch eingebürgert, dass man die Darstellung nimmt, die eben eine vertikale Skalierung nahelegt. Das sieht wie folgt aus. Vielleicht kannst du dich erinnern, ganz am Anfang an die mathematischen Grundlagen, da habe ich diese Darstellung ebenfalls verwendet, und zwar die der Form n0 mal a hoch t. Das n0 stellt man sich vor wie einen Bestand zum Zeitpunkt 0. Ist ja auch klar, wenn man da zum Beispiel g an der Stelle 0 betrachtet, hätte man n0 mal a hoch 0, a hoch 0 ist 1, und dann bleibt genau dieser Wert übrig. Den kann man auch da drüben konkret ablesen, das wäre der Wert 4, zum Zeitpunkt t gleich 0 wäre eben 4 der Funktionswert von g.
Nun gleich anschließend werden wir genau diesen Zusammenhang aus einer anderen Perspektive betrachten, und zwar den Blickwinkel der Logarithmusfunktionen. Du kannst dich bestimmt erinnern, wie eingangs schon erwähnt, wenn wir eine Exponentialgleichung a hoch x gleich y haben, wobei a und y bekannt sein sollen, und wir suchen den Exponenten, der diese Gleichung erfüllt, dann brauchen wir dazu eine Logarithmusfunktion. Das heißt, diesen Wert x bekomme ich, indem ich den Logarithmus zur Basis a an der Stelle y berechne. Und es gibt eben zu jeder Exponentialfunktion, also jeder Basis a, einen zugehörigen Logarithmus. In diesem Beispiel ist etwa die Umkehrfunktion von 2 hoch x gegeben. Demnach der Logarithmus zur Basis 2. Das heißt, damit kann man beantworten, wie 2 hoch wie viel ist gleich eine Zahl y. Zum Beispiel, das könnte die Zahl 8 sein. Da wäre natürlich jetzt durch Ausprobieren 3 die Antwort, aber hätten wir hier statt 8 eine andere Zahl, dann ginge das vielleicht nicht durch Ausprobieren. Wir haben jetzt auch zwei andere Funktionen noch gegeben, und zwar die Funktion q, die sich wieder bezieht auf p, also p an der Stelle 8 mal x. Weiters die Funktion r von x ist gleich p von x plus 3. Wir sehen hier, wird offenbar die Funktion horizontal skaliert. Wir setzen eine lineare Funktion ein in die Funktion p, und hier drüben wird die Funktion vertikal verschoben, dadurch, dass wir einfach die Zahl 3 addieren. Deine Aufgabe soll jetzt sein, dass du die charakteristische Eigenschaft der Logarithmusfunktion, die steht hier unten, verwendest, um einen Zusammenhang zwischen q und r herzustellen. Das ist eigentlich eine Einsatzübung, aber ich denke, es ist trotzdem eine gute Aufgabe. Vielleicht nur sei hier noch bemerkt, diese Eigenschaft, die hier steht, die gilt für alle Logarithmen, also zu jeder beliebigen Basis a. Viel Erfolg dabei! Gut, ich hoffe, du warst erfolgreich. Wir schauen uns jetzt gemeinsam durch. Wie gesagt, das ist eine reine Einsatzübung. Wenn wir hier die Funktion q von x nochmal aufschreiben, also die Funktionsgleichung, das heißt p an der Stelle 8 mal x, das ist, wenn ich in die Funktion p, also 8 mal x einsetze, hätte ich den Logarithmus zur Basis 2 an der Stelle 8 mal x. Und jetzt verwende ich diese Eigenschaft, die hier oben steht, dass ich nämlich aus dem Produkt der Argumente die Summe von Funktionswerten mache. Und hier kommt offenbar, das sieht man sofort, der Logarithmus zur Basis 2 von x vor, das ist ja die ursprüngliche Funktion p von x. Und den Logarithmus zur Basis 2 von 8, den haben wir ja früher schon berechnet. Das war der Zusammenhang hier oben. Durch Ausprobieren wissen wir, das ist 2. Also weil ja 2 hoch 3 gleich 8. Und die Funktion, so wie sie hier steht, das ist die Funktion r. Genauso wie gegeben. Das heißt, wenn schließlich q dasselbe ist wie die Funktion r, dass man offensichtlich eine horizontale Skalierung umschreiben kann in eine vertikale Verschiebung. Grafisch bedeutet das das Folgende. Wir sehen hier die Funktionsgraphen von p und sowie von q ist gleich r gegeben. Schauen wir uns zuerst vielleicht einmal die horizontale Stauchung an. Wir haben hier Stauchung um den Faktor 8. Das heißt, jeder x-Wert wird quasi auf ein Achtel gestaucht. Zum Beispiel könnten wir hier genau diesen Wert an der Stelle x gleich 8 nehmen. Der wird bei der Funktion q bereits bei x gleich 1 erreicht. Gleicher Funktionswert, aber ein Achtel vorher. Gleichbedeutend dazu ist die vertikale Verschiebung. Wenn wir hier anschauen, auf der Kurve von p haben wir den Punkt 1, 0. Und wenn wir den um die 3 Schritte nach oben verschieben, dann landen wir wieder am Graphen von q. Wir fassen nochmal zusammen. Horizontale Streckungen und Stauchungen, die können überführt werden in vertikale Verschiebungen. Damit du den Zusammenhang von zuvor
mit diesem Zusammenhang noch einmal verbinden kannst, zeichne ich dir hier nochmal die Exponentialfunktion von vorher ein. Wir sehen hier, das ist in etwa die Funktion 2 hoch x und mit einem scharfen Auge erkennst du bestimmt, wenn ich jetzt diese Kurve spiegle an der ersten Mediane, also der Geraden y gleich x, da bekommt man genau die Logarithmusfunktion zur Basis 2, also diese orange Kurve hier. Und vorher hatten wir eben eine vertikale Streckung oder Stauchung, die einer horizontalen Verschiebung entspricht. Und hier ist es jetzt genau umgekehrt, weil die Kurve einfach nur gespiegelt ist. Hier ist eben eine horizontale Skalierung gleichbedeutend mit einer vertikalen Verschiebung. Du hast bestimmt schon auf das Anwendungsbeispiel gewartet, das kommt jetzt, und zwar das beschränkte Wachstum. Das ist ein sehr wichtiges Modell in der Physik, in der Wirtschaft und in ganz vielen anderen Bereichen. Dazu brauchen wir aber noch eine ganz kurze Erinnerung, und zwar, dass wenn wir eine exponentielle Progression, also ein Voranschreiten der Funktionswerte betrachten, dann ist die Änderungsgeschwindigkeit proportional zu dem, was schon da ist. Man kann das als Differential gleichen, y', also erste Ableitung, ist gleich Konstante mal dem, was schon da ist. Und wir haben jetzt folgende Voraussetzung, dass wir eben eine Größe y betrachten. Das könnte ein Bestand sein oder eine Population. Die hat zu einem definierten Zeitpunkt t gleich 0 den Wert n0. Und wenn jetzt eben die Zeit voranschreitet, dann wächst oder fällt eben dieser Bestand, aber nur bis zu einer Grenze, die wir g nennen. Und über diese Grenze kann es nicht hinaus wachsen oder fallen. Wir setzen auch noch weiter voraus, dass der Platz, der noch frei ist, also der Abstand vom Funktionswert zu dieser Grenze, dass die Fortschreitungsgeschwindigkeit proportional ist zu diesem Freiraum. Ich habe das hier f genannt. Wir sehen, f ist einfach nur die Differenz zwischen Grenze und Funktionswert. Und naja, was kann man jetzt machen? Man sieht hier, es ist wieder proportional zu dieser Grenze. Das heißt, irgendwie muss das exponentiell zusammenhängen. Und das Ganze stimmt natürlich auch, wenn wir dann auch noch einen Startwert einsetzen. Wenn man sagt, der Freiraum ganz am Anfang ist natürlich Grenze minus Anfangswert. Ganz klar. Mit dieser zusätzlichen Bedingung bekommen wir eben eine Funktion für den Freiraum. Die schaut so aus. Das ist eben der Abstand von der Grenze zum Anfangswert mal einer Exponentialfunktion. E hoch minus k mal t. Also der hintere Teil, das ist eine fallende Exponentialfunktion. Und jetzt müssen wir aber noch was berücksichtigen. Und zwar, wir wollen ja eigentlich eine Funktion für y, also für den Bestand selber. Jetzt wissen wir aber, das haben wir oben da schon gezeigt, das ist dieser Zusammenhang, der Freiraum hängt mit dem Funktionswert y zusammen. Wenn man das ein bisschen umformt, dann bekommt man die eigentliche Funktion y, die wir haben wollen, und die schaut so aus. Und das nennt man dann die sogenannte Sättigungsfunktion. Wir haben hier Grenze minus den Abstand am Anfang mal dem exponentiell abnehmenden Teil. Falls es dich interessiert, die Differentialgleichung vom beschränkten Wachstum, die schaut ein bisschen anders aus als oben. Und zwar, wie schon im Text formuliert, die Änderungsgeschwindigkeit ist proportional zum Freiraum, also zum Abstand der Grenze zum Funktionswert. Ja. Und das Ganze schaut so aus. Wie man so eine Differentialgleichung löst, das muss dich überhaupt nicht kümmern, das ist in der Regel nicht Schulstoff, aber es führt uns auf jeden Fall dann zu dieser Funktion. Und wofür die nützlich ist, da schauen wir uns jetzt gleich ein paar Beispiele an. Wie auch schon bei der Exponentialfunktion, wo es wachsende und fallende Exponentialfunktionen gibt, gibt es bei Sättigungsfunktionen diejenigen, die nach oben beschränkt sind und diejenigen, die nach unten beschränkt sind. Zunächst einmal die nach oben beschränkten. Da gibt es als Beispiele aus der Praxis, gibt es zum Beispiel die Ladungskurve von Kondensatoren in der Physik oder aber auch den Temperaturausgleich. In dem Fall Temperaturzunahme, das heißt, man stellt vielleicht ein kaltes Getränk in die Sauna. Ja? Und wie entwickelt sich da die Temperatur vom Getränk? Was auch sehr interessant ist, ist die Wirksamkeit von Medikamenten. Das werde ich gleich erklären.
In unserem Beispiel hier nehmen wir eine Sättigungsfunktion, wo wir die Grenze auf 1 setzen und den Startwert auf 0,2. Das kann man interpretieren als Prozentwerte. Also wir starten bei 20% bis zu einer Grenze von 100%. Die Sättigungsfunktion selber, die hat jetzt diese Gestalt. Schaut ja sehr nach einer Exponentialfunktion schon aus, allerdings ein bisschen transformiert. Wenn wir hier die Gleichung betrachten, da steckt natürlich für 1, 1 ist die Grenze, 0,2 ist der Startwert und dann haben wir noch diesen exponentiellen Teil e hoch minus k mal x. Da sehen wir jetzt auch, k hat hier den Wert 1, deswegen minus x im Exponenten. Das könnte man jetzt so interpretieren, dass wir sagen, wir haben ein Medikament und wenn wir einer Person dieses Medikament geben und die Dosis steigern, dann nimmt im Prinzip der Zuwachs vom Effekt immer weiter ab und eine gewisse Grenze kann er nicht überschreiten. Zum Beispiel bei einer Dosis von 1, das könnte sein 1 Milligramm von einem Medikament pro Tag, da würden wir, wenn wir da den Funktionswert betrachten, würden wir sehen, naja, ungefähr 70% der Wirkung, die möglich ist, wird da schon erreicht. Wenn man jetzt da vergleicht, was passiert, wenn man die Dosis verdoppelt, das heißt, man gibt quasi 2 Milligramm am Tag, dann hätten wir jetzt keine Verdopplung der Wirkung, sondern lediglich einen Zuwachs auf etwa 90%. Also die doppelte Dosis ist nur eine relativ kleine Änderung von der Wirkung. Wenn wir die Kurve selber nochmal diskutieren, wenn wir quasi mit einer Exponentialfunktion starten, mit einer fallenden Exponentialfunktion e hoch minus x, dann können wir die natürlich skalieren in vertikale Richtung, dann mit diesem Minus hier spiegeln, damit diese Exponentialfunktion die Kurve nach oben abflacht und dann noch verschieben, sodass es sich gegen den Wert 1 annähert. In einem zweiten Beispiel hätten wir eben das abnehmende beschränkte Wachstum, ganz analog zu vorher die Entladekurve eines Kondensators, der Temperaturausgleich, wenn etwas abkühlt, oder auch eine radioaktive Zerfallskette. Radioaktive Zerfallskette heißt, ein radioaktives Isotop zerfällt in immer stabilere Produkte, bis dann quasi die Produkte so stabil sind, dass die Menge ungefähr gleich bleibt. Das wäre die Grenze. Schauen wir uns da vielleicht exemplarisch die Situation an, wo ich diesmal g auf 0,2 setze. Also die Grenze ist quasi 20% und das kann nicht unterschritten werden. Und anfangen tun wir mit 100%. Die Kurve schaut so aus und das könnten wir sehr gut an der Temperaturverringerung uns überlegen. Wenn wir sagen, ein Körper, zum Beispiel eine heiße Kaffeetasse, die startet bei 100% von der Temperatur, also 1, dann nimmt die mit der Zeit bis hin zu einer Untergrenze von dieser Temperatur, das wäre die Umgebungstemperatur, kühler kann es nicht werden. Ja. Bis zu dieser Umgebungstemperatur nimmt dann die Temperatur der Tasse ab. Wir könnten uns das auch so überlegen. Wir könnten da das Ganze auch nochmal skalieren. Das ginge da recht flott. Wenn ich einfach sage, ich skaliere das um einen Faktor 100, die ganze Funktion, dann könnte ich sagen, naja gut, kochender Kaffee, starten wir bei 100 Grad Celsius und das Ganze wird dann exponentiell abnehmen auf 20 Grad Celsius. Also das wäre jetzt wirklich in Grad Celsius gemessen. Und auf der horizontalen Achse hätten wir zum Beispiel die Zeit. Und da könnte man sagen, na gut, das passt uns auch nicht so, die Werte, die da sind, skalieren wir das Ganze noch einmal horizontal. Da müssten wir im Prinzip, wir könnten sagen, wir skalieren es um den Faktor 10, also dass das Ganze 10 mal so breit wird. Das heißt, wir hätten da statt 1 hätten wir dann vielleicht 10 Minuten und statt 4 hätten wir 40 Minuten. Das klingt nach einer realistischen Situation bei der Abkühlung von Kaffee. Und was müsste man da machen? Naja, so die Situation, so wie wir sie hier modifiziert haben. Wir haben eine vertikale Skalierung um einen Faktor 100. Das heißt, wir multiplizieren die ganze Funktionsgleichung mit 100. Und aber eine horizontale Streckung um einen Faktor 10. Das heißt, dort, wo jetzt x steht, müssen wir ein Zehntel x einsetzen. Und das Ganze schaut dann so aus, ich nenne es jetzt y-Welle von x, wäre dann eben
100 mal die ganze Funktion, also 0,2 minus 0,2 minus 1 mal e hoch, und da kommt jetzt in den Exponenten eben ein Zehntel x hinein. Okay. Also man sieht, man kann wirklich mit diesen Transformationen, so wie wir sie geübt haben, kann man ganz wunderbare Dinge machen, wenn man schon einen physikalischen Zusammenhang zum Beispiel kennt, so wie hier, kann ich die Zahlenwerte, die ich dann tatsächlich brauche, einfach durch die Transformationen anpassen. Ja? So wie, genauso wie wir es hier gemacht haben. Das war jetzt wirklich ein langer Beitrag zum Thema Exponentialfunktionen. Ich hoffe, du hast unglaublich viel mitnehmen können. Die ganzen allgemeinen Prinzipien, die wir hier gesehen haben, die kann man auch übertragen auf ganz viele andere Funktionen. Wenn du dich ein bisschen näher mit zum Beispiel der Physik beschäftigst oder vielleicht dem Zinseswachstum, du wirst sehen, Exponentialfunktionen, die tauchen überall auf. Und wenn du das wirklich gut beherrschst, was wir hier geübt haben, dann sind die auch überhaupt kein Problem mehr und du kannst genau dein Modell sofort erreichen, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf.